in organisierten Strukturen niederschlägt. Es gehört heute zum kollektiven Bewusstsein der Libyer, dass die Frau einen Beitrag leisten soll. Damit wären wir wieder bei den Pflichten. Wie auch immer, die libyschen Frauen sind der Ansicht, dass die Machtübernahme 1969 ihnen eher Vor- als Nachteile gebracht hat. Englisch wird schon seit Jahren in Libyen unterrichtet. Englisch ist praktisch die zweite Sprache. Aber es werden auch Französisch, die afrikanischen Sprachen Libyens und Berberisch gelehrt. Wir glauben, je früher ein Schüler beginnt, umso besser lernt er eine Fremdsprache. Aber die absolute Priorität bleibt natürlich dem Arabischen als Muttersprache vorbehalten. Die Schule ist kostenlos. Der Staat bezahlt die Bücher, die Gebäude, die Lehrkräfte. Die jüngste Volkszählung ergab für Libyen eine Bevölkerung von 5,5 Millionen. Und aufgrund unserer Schulpolitik ist der Prozentsatz an eingeschulten Kindern sehr hoch. Zwar hat Gaddafi eine Lanze für die Frauen gebrochen, er hat ihnen unter anderem das Recht auf Scheidung eingeräumt, doch ansonsten bleibt der Führer der libyschen Revolution seiner Politik treu, der revolutionären Utopie der direkten Demokratie. Eine repräsentative Demokratie steht in Libyen weiterhin nicht auf der Tagesordnung. Gaddafi hat zwar 2004, unmittelbar nach der Aufhebung des Embargos, damit begonnen, sein Land den Bedingungen der Globalisierung anzupassen, aber er ist nicht bereit, Wahlen nach westlichem Muster einzuführen. Bei Gaddafi finden wir einerseits die utopische Dimension, andererseits einen ausgeprägten Sinn für die Wirklichkeit. Was natürlich zu einer Reihe von Widersprüchen führt. Zum Beispiel, dass er sich über die Frage der Freiheit nicht wirklich Gedanken gemacht hat. Dieses Ausklammern der Freiheit sorgt beim Paris-Besuch des libyschen Revolutionsführers im Dezember 2007 für Turbulenzen. Libyens Verhältnis zu den Menschenrechten löst Diskussionen, Kontroversen und Polemiken aus. Bis hinein in Nicolas Sarkozys Regierung. Kümmert er sich um seine Nachfolge? Ach, wissen Sie, das kann er im Grunde nicht. Ist ihm das bewusst? Ich denke schon. Es ist ja nicht so, dass unter seinen Kindern automatisch ein Gaddafi der Zweite wäre. Wenn Sie durch Libyen reisen, merken Sie das auch. Selbst die Revolutionskomitees haben klar signalisiert, ihre Treue gilt nur ihm. Mit anderen Worten, dass wir dir treu sind, heißt noch lange nicht, dass wir es auch deinen Kindern gegenüber sein werden. Es bleibt die Option einer Republik. Und das ist auch die plausibelste. Gaddafi ist zwar nicht gerade die ideale Figur, um diesen Prozess zu befördern. Schließlich war seine Kritik immer gegen das republikanische Modell gerichtet, gegen die republikanische Demokratie. Insofern eignet er sich nicht wirklich für diese Aufgabe. Gleichzeitig ist er aber der Garant für etliche demokratische Errungenschaften. Il est quelque part le garant, en quelque sorte, d'un certain nombre d'acquis. Gaddafi, je crois que... Gaddafi hat einen Sinn für die Zeit, einen Sinn für mittel- und langfristige Perspektiven. Der Weg, den er gewählt hat und der die Einrichtung eines institutionellen Systems ermöglichte, entsprach einem bestimmten Augenblick der Geschichte. Ich glaube, dass er eine durchaus dialektische Vorstellung von Geschichte hat. Im Grunde ist er der Ansicht, dass die Geschichte immer irgendwie weitergeht und dass sie auch ohne ihn weitergehen kann. Ich
Wer über 33 Jahre an der Macht bleibt, ist kein halbverrückter Oberst, der eben mal so putscht. Es gibt nun mal die Tatsachen. Dieser Mann ist seit 32 Jahren da. In dieser Zeit hat die Welt viele Staatsoberhäupter kommen und gehen sehen. Seit 37 Jahren. Ja, und er ist noch da. Auf Scheidung eingeräumt, doch ansonsten bleibt der Führer der libyschen Revolution seiner Politik treu, der revolutionären Utopie der direkten Demokratie. Eine repräsentative Demokratie steht in Libyen weiterhin nicht auf der Tagesordnung. Gaddafi hat zwar 2004, unmittelbar nach der Aufhebung des Embargos, damit begonnen, sein Land den Bedingungen der Globalisierung anzupassen, aber er ist nicht bereit, Wahlen nach westlichem Muster einzuführen. Bei Gaddafi finden wir einerseits die utopische Dimension, andererseits einen ausgeprägten Sinn für die Wirklichkeit. Was natürlich zu einer Reihe von Widersprüchen führt. Zum Beispiel, dass er sich über die Frage der Freiheit nicht wirklich Gedanken gemacht hat. Dieses Ausklammern der Freiheit sorgt beim Paris-Besuch des libyschen Revolutionsführers im Dezember 2007 für Turbulenzen. Libyens Verhältnis zu den Menschenrechten löst Diskussionen, Kontroversen und Polemiken aus. Bis hinein in Nicolas Sarkozys Regierung. Kümmert er sich um seine Nachfolge? Ach, wissen Sie, das kann er im Grunde nicht. Ist ihm das bewusst? Ich denke schon. Es ist ja nicht so, dass unter seinen Kindern automatisch ein Gaddafi der Zweite wäre. Wenn Sie durch Libyen reisen, merken Sie das auch. Selbst die Revolutionskomitees haben klar signalisiert, ihre Treue gilt nur ihm. Mit anderen Worten, dass wir dir treu sind, heißt noch lange nicht, dass wir es auch deinen Kindern gegenüber sein werden. Es bleibt die Option einer Republik. Und das ist auch die plausibelste. Gaddafi ist zwar nicht gerade die ideale Figur, um diesen Prozess zu befördern. Schließlich war seine Kritik immer gegen das republikanische Modell gerichtet, gegen die republikanische Demokratie. Insofern eignet er sich nicht wirklich für diese Aufgabe. Gleichzeitig ist er aber der Garant für etliche demokratische Errungenschaften. Il est quelque part le garant, en quelque sorte, d'un certain nombre d'acquis. Gaddafi, je crois que Gaddafi hat einen Sinn für die Zeit, einen Sinn für mittel- und langfristige Perspektiven. Der Weg, den er gewählt hat und der die Einrichtung eines institutionellen Systems ermöglichte, entsprach einem bestimmten Augenblick der Geschichte. Ich glaube, dass er eine durchaus dialektische Vorstellung von Geschichte hat. Im Grunde ist er der Ansicht, dass die Geschichte immer irgendwie weitergeht und dass sie auch ohne ihn weitergehen kann. Und aufgrund unserer Schulpolitik ist der Prozentsatz an eingeschulten Kindern sehr hoch. Zwar hat Gaddafi eine Lanze für die Frauen gebrochen, er hat ihnen unter anderem das Recht auf Scheidung eingeräumt, doch ansonsten bleibt der Führer der libyschen Revolution seiner Politik treu, der revolutionären Utopie der direkten Demokratie. Eine repräsentative Demokratie steht in Libyen weiterhin nicht auf der Tagesordnung. Gaddafi hat zwar 2004, unmittelbar nach der Aufhebung des Embargos, damit begonnen, sein Land den Bedingungen der Globalisierung anzupassen, aber er ist nicht bereit, Wahlen nach westlichem Muster einzuführen. Bei Gaddafi finden wir einerseits die utopische Dimension, andererseits einen ausgeprägten Sinn für die Wirklichkeit. Was natürlich zu einer Reihe von Widersprüchen führt. Zum Beispiel, dass er sich über die Frage der Freiheit nicht wirklich Gedanken gemacht hat.
Dieses Ausklammern der Freiheit sorgt beim Paris-Besuch des libyschen Revolutionsführers im Dezember 2007 für Turbulenzen. Libyens Verhältnis zu den Menschenrechten löst Diskussionen, Kontroversen und Polemiken aus. Bis hinein in Nicolas Sarkozys Regierung. Kümmert er sich um seine Nachfolge? Ach, wissen Sie, das kann er im Grunde nicht. Ist ihm das bewusst? Ich denke schon. Es ist ja nicht so, dass unter seinen Kindern automatisch ein Gaddafi der Zweite wäre. Wenn Sie durch Libyen reisen, merken Sie das auch. Selbst die Revolutionskomitees haben klar signalisiert, ihre Treue gilt nur ihm. Mit anderen Worten, dass wir dir treu sind, heißt noch lange nicht, dass wir es auch deinen Kindern gegenüber sein werden. Es bleibt die Option einer Republik. Und das ist auch die plausibelste. Gaddafi ist zwar nicht gerade die ideale Figur, um diesen Prozess zu befördern. Schließlich war seine Kritik immer gegen das republikanische Modell gerichtet, gegen die republikanische Demokratie. Insofern eignet er sich nicht wirklich für diese Aufgabe. Gleichzeitig ist er aber der Garant für etliche demokratische Errungenschaften. Il est quelque part le garant, en quelque sorte, d'un certain nombre d'acquis. Gaddafi, je crois que Gaddafi hat einen Sinn für die Zeit, einen Sinn für mittel- und langfristige Perspektiven. Der Weg, den er gewählt hat und der die Einrichtung eines institutionellen Systems ermöglichte, entsprach einem bestimmten Augenblick der Geschichte. Ich glaube, dass er eine durchaus dialektische Vorstellung